dieser Film ist dir gewidmet. Als Dankeschön für unsere Zeitreise und das Kapitel Bangkok, das wir gemeinsam erlebt haben über die letzten Wochen. Ich möchte dir einfach nochmal eine kleine Bonusversion geben von dieser Stadt. Nochmal zum Eintauchen gedacht, vielleicht zum Anreiz auch für deinen nächsten Urlaub. Und wir erkunden einfach jetzt hier in diesem Video noch ein bisschen die Straßenzüge rund um Sukhumvit. Schauen über die Schulter der Köche und natürlich in das Gesicht der glücklichen und zufriedenen Thais. Dieses Viertel ist auch als indisches Viertel bekannt. Eine Straße, die natürlich gesäumt ist von indischen Restaurants, wie Indian Express beispielsweise, Spice of India. Auch das hier, meine lieben Freunde, das ist einfach ein typisches Szenebild aus Thailand. Ich liebe das. Das ist echt cool. Kleiner Verkaufsstand mit Kaffee, Tee. Toll. Das ist Bangkok. Schaut euch diesen Kontrast an, wieder die Moderne und dann natürlich Straßen, die 60, 70 Jahre alt sind, mit Straßenverkäufern, die ihren Unterhalt bestreiten, super weltbekanntes Streetfood natürlich zubereiten. Und dieser Mix, das ist das, was ich an dieser Stadt einfach so sehr liebe. Es ist wirklich eine Reise wert, also solltest du noch nie in Thailand gewesen sein. Du findest natürlich hier auf diesem Kanal einige Gründe, warum du nach Thailand und vor allen Dingen nach Bangkok kommen solltest. Lass mich dir nur klar machen, dass der Verkehr hier verrückt ist. Das sind die bekannten Klongs von Bangkok. Die haben natürlich dieser Stadt auch den Namen gegeben, Venedig von Asien oder Venedig des Ostens. Ich liebe diese Stadt, wirklich, meine lieben Freunde, das ist so cool. Und wann immer ich auch hier bin, Bangkok oder auch Thailand im Allgemeinen, das erfreut mich wirklich mit Glück. Es ist eine grandiose Atmosphäre hier. Eine Erfahrung, die auch mich persönlich immer weiter wachsen lässt. Und ich hoffe wirklich, dass ich dir in den letzten Videos natürlich auch über Thailand oder die anderen Städte auf diesem Kanal ein bisschen was
überzeugen konnte von dieser wunderbaren Kultur, diesen netten Menschen und dem leckeren Essen. Dass man hier natürlich günstig essen kann, ist selbstverständlich. Streetfood, weltbekannt, Michelin gekrönt teilweise. Das Essen hier 60 Baht, etwas weniger als 2 Euro. Wunderbare Atmosphäre hier. Das Viertel nennt sich Shitlong. Ganz in der Nähe von der legendären Sukhumvit Hauptstraße entfernt. Die längste Hauptstraße Thailands bis nach Kambodscha erstreckt sie sich. Natürlich 24/7 verrückter Verkehr. Das ist eines meiner Lieblings-Shopping-Centers hier in Bangkok. Ich nehme mich jetzt mal mit rein, sodass wir uns das mal anschauen. Das ist die Shopping Mall Embassy. Das ist eine Shopping-Einheit, die von vielen unterschätzt wird. Und oben gibt es eine kleine Überraschung, die möchte ich dir zeigen. Herzlich willkommen. Das ist nicht zu viel versprochen. Das ist eine Bücherei, ein Bookstore sozusagen. Und dazu gibt es die verschiedensten Restaurants, Coffeeshops. Das ist richtig cool gemacht, das Ganze. Was ich hier liebe, ist, du setzt dich hier hin, lässt die Sonne in dein Herz, entspannst, hast eine gute Zeit, kannst ein Buch lesen, Kaffee trinken. Cool. So, eine der besten Möglichkeiten ist beispielsweise hier zu sitzen. Und dann diesen Blick zu haben. Also definitiv eine kleine Reise wert, hierher zu kommen und ein bisschen Spaß zu haben, vielleicht das ein oder andere Buch zu finden, was du jemand mitbringen kannst. Das ist ein Weltklasse-Konzept, das Ganze, wirklich. Du setzt dich hin, liest ein Buch, trinkst einen Kaffee, hast Spaß. Ja.
Natürlich gibt es auch ein Kino hier. All den Luxus, den du mir vorstellen kannst. Das ist Bangkok. Und genug mit Shopping Malls. Lasst uns rausgehen, zurück auf die Straße. Das hier ist zum Beispiel Regent's International School, also solltest du schulpflichtige Kinder haben und möchtest in Thailand, in Bangkok leben. Es gibt unzählige internationale Schulen, wo Englisch und natürlich auch Thai unterrichtet wird. Aber in aller Regel ist das eigentlich die Unterrichtssprache in Englisch. Und das ist Sinton Village, ein Retail Shop, der einige gute Restaurants, Bars und auch den einen oder anderen niedlichen Shop für den Alltag beheimatet. Dazu kommt, dass es hier noch eine Kondominium gibt, also einen Wohnblock, in dem du wirklich in exklusiven Apartments leben kannst. Hier im Herzen von Chitlom. Freunde, ist direkt das Sinton Kempinski Hotel, das ist der Eingang dazu. Das ist eines der noblesten 5-Sterne-Hotels, die es hier gibt in der Stadt. Unterteilt ist das Ganze in ein Gebäude, was rein das Hotel beheimatet. Auf der anderen Seite gibt es einen Residenzblock, wo du ein Service-Apartment dir quasi mieten kannst. Ich muss dir natürlich auch in diesem Video den Pool zeigen von diesem fabulosen Hotel. Das ist unglaublich. Selbstverständlich gibt es natürlich auch Spa-Einrichtungen, da kann ich jetzt nicht reingehen, aber das ist der Eingangsbereich dazu. Hochklassig das Ganze, einfach ein 5-Sterne-Umfeld. Ich war hier schon lange nicht mehr in diesem Gebiet. Es geht Richtung Lumpini Park,
aber einfach durch diese Größe von der Stadt ist es natürlich so, dass man ab und an einfach mal in den anderen Vierteln sich unter, ja, sich herumtreibt und dann so eine Entwicklung wie hier zum Beispiel Sintern Village einfach ganz verpasst. Also ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dieser Mall und natürlich auch von dem Hotel Kempinski. Wie gesagt, das Hotel ist hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind die Service Apartments. Last but not least, meine lieben Freunde, geht es jetzt in die grüne Lunge dieser Metropole. Der Lumpini Park, gemeinsam mit dem Benjakitti Park in Azok. Meine zwei absoluten Lieblingsparks in dieser Ortschaft, in diesem Viertel rund um Sukhumvit. Ein toller Ort, wirklich zum Entspannen, Sport zu treiben. Früh morgens ab 5 Uhr geöffnet, bis abends um 21 Uhr. Und ich sag euch, hier ist gut was los am frühen Morgen. Ihr müsst das ausprobieren und vorbeikommen und diese Natur hier genießen in Bangkok. Ein ausführliches Video über die Parks von Bangkok habe ich gedreht. Verlinke ich dir hier oben. Spaß damit haben. Und ach ja, übrigens, wenn du neu sein solltest auf diesem Kanal, wenn du diesen Content soweit cool findest, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich ein Abonnement. Danke vielmals. Sawadikap! Yeah, Bangkok! I love Bangkok! And yourself, ladies, everything is good? Yeah! Yeah, that's good. It's a great place to live here, isn't it? Yeah. People should visit your country. Yes. Yeah, where thank you, so from? Much. Germany, Germany. Oh! Yeah, yeah. Hi! Kopenkop! Das war mein Bonusvideo für dich als Thailand-Freund. Ich muss mich ganz herzlich bedanken bei dir für deinen Support über die ganzen Videos in dieser Reihe von Thailand. Ich kann dir versprechen, es wird weitergehen, allerdings mit etwas Verzögerung, mit etwas Abstand. Ein paar weitere Länder warten in der Zwischenzeit erkundet zu werden. Wir machen uns auf ein paar neue Reisen rund um diesen Globus, aber wir werden zurückkehren nach Bangkok. Meine lieben Freunde, wirklich herzlichen Dank für all diese Freude, eure Kommentare, eure Unterstützung. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich mache das für dich, dass auch du sehen kannst durch meine Augen, wie ich die Welt entdecke und Spaß habe. Ich danke dir wirklich vom Herzen und wünsche dir alles Gute. Peace and Blessings. Bis zu den nächsten Abenteuern. Dein Marc. Ciao.